Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dux Aquaristik-Experimente. Heute möchte ich dieses 2 Meter lange 450 Liter Becken hinter mir neu einrichten. Ihr seht, es ist schon komplett leer. Es hat hier so seine ganz eigene Geschichte. Ist auch streng genommen nicht mein Aquarium, sondern das bei meinem Vater. Ja, und das erzähle ich euch aber alles in dem Video. Bei dieser Einrichtung soll vorwiegend künstliches Gestein zum Einsatz kommen, also künstliche Deko. Warum, wieso, weshalb und wo das auch wirklich Sinn macht, vielleicht auch für den einen oder anderen von euch, das erkläre ich euch alles in diesem Video. Und da wünsche ich euch wie immer viel Spaß dabei. Das Aquarium ist überwiegend mit Malawis besetzt. Dann noch so ein paar Ausnahmen wie diesen großen Zitronenbuntbarsch. Das ist sozusagen noch eine Altlast, im wahrsten Sinne des Wortes. Der ist schon ja, bestimmt 10 Jahre alt. Und auch diese zwei großen Synodontis-Wälser, die so meines Wissens nach nicht im Malawisee vorkommen. Und auch hier so ein paar Ancestrus habe ich noch drin, die natürlich dabei helfen, die Deko ein bisschen clean zu halten. Ne? Die Malawis, es sind jetzt teilweise Hybriden, deswegen hatte ich auch mal darüber berichtet, habe ich da jetzt eigentlich mal weitergezüchtet, sind trotzdem schöne Tiere, sind soweit auch fit. Hier das zum Beispiel finde ich sehr hübsch. Sind natürlich jetzt ein bisschen stressgefärbt, weil ich hier schon ein bisschen rumgemehrt habe. Wie gesagt, die Vorgehensweise war so, dass ich gestern das Aquarium leer gemacht habe, soweit es geht. Außer hier hinten die Ecke. Da habe ich noch ein bisschen was übrig gelassen. Da will ich jetzt auch damit anfangen. Man sieht da überall, sind kleine hier überall dazwischen. Und da möchte ich nämlich nur ein bisschen so eine grüne Ecke behalten und dann möchte ich auch sonst noch versuchen, ein paar Pflänzchen in das neue Setup zu retten, sodass ein bisschen grün drin ist. Ganz komplett grün kriegt man es nicht. Das ist bei den Fischen nicht so einfach. Aber trotzdem sollen ein paar Pflänzchen rein und das zeige ich euch natürlich auch alles, was ich da nehme. So, fangen wir mal an. Die Dekorationselemente sind überwiegend von der Firma Keramic Nature aus den Niederlanden. Das ist jetzt nicht gesponsert, die sind nur für mich leicht erreichbar, sage ich mal so, weil ich bei der auch andere Produkte, die ich im Shop habe, beziehe. Und da habe ich die einfach mal mitbestellt, habe die eben sozusagen ganz normal gekauft. Ne? Und die möchte ich hier jetzt verwenden. Und wenn ihr sagt, oh, die sind super, das möchte ich bei dir auch kaufen, dann sagt es mal in den Kommentaren, dann kann ich die mit in den Shop reinnehmen. Momentan ist das jetzt nicht vorgesehen. Am Anfang muss ich jetzt zunächst versuchen, diese bepflanzte Ecke hier hinten zu erhalten und praktisch, das will ich ein bisschen verschmälern, dass praktisch links und rechts von diesen, es ist kein Überlauf, es ist nur praktisch ein alter Serra-Filter, den ich hier praktisch nutze, um ein bisschen die Einläufe vom Becken sozusagen zu tarnen. Ja, die heizen es leider ein bisschen zu lang, da klappt das nicht, aber da sind eben zwei Außenfilter drin, beide euch schon hier auf dem Kanal vorgestellt, auch wie ich sie einsetze und die laufen eigentlich auch immer noch ganz genau so. Ne? Wie gesagt, gestern habe ich das Becken leer gemacht und was man eben zum Beispiel sieht, was eben einer der Gründe ist, warum ich jetzt künstliche Deko einsetze und keine echte Steine, sieht man das hier in der Mitte. Ne? Das Becken hat eine geteilte Bodenscheibe und eigentlich für ein Becken mit diesen Maßen viel zu dünne Scheiben. Also nach heutigen Maßstäben viel zu dünn, weil es noch aus DDR-Zeit stammt. Und das ist einer der Gründe, warum ich hier keine Vollbau mache mit echten Steinen, weil das viel zu schwer wäre für diese Scheibe. Und das ist eben auch genauso ein Argument für solche Dekorationselemente, dass man sagen kann, ich will das Gewicht reduzieren. Es kann ja auch sein, dass sonst insgesamt die Statik das vielleicht auch nicht hergibt von eurer Wohnung oder wo ihr auch immer jetzt seid. Und dann ist das eine echte Überlegung, weil man natürlich auch viel leichter und viel sicherer in die Höhe kommt. Also das zeige ich jetzt alles noch und jetzt fange ich einfach mal an. Wie bereits zuvor erwähnt, habe ich zunächst mal versucht, da diese Pflanzen in die Ecke so rüber zu schieben und praktisch dabei auch die Wurzeln ein bisschen im Bodengrund zu lassen. Davon verspreche ich mir halt, dass sie gleich halten und nicht wie häufig, wenn man Pflanzen einpflanzt, einen Teil der Wurzeln erstmal abstirbt und sich dann neue bilden. Das wäre halt hier bei den stark wöhnenden Fischen ungünstig, weil dann das Risiko höher ist, dass sie irgendwann wieder unter der Wasseroberfläche schwimmen. Ja, und deswegen habe ich das jetzt hier mal so gemacht. Und
Ja, was ein bisschen Nachteil war bei der Aktion, ist, dass ich dabei doch relativ viel Schmutz aufgewühlt habe, was natürlich dann für die weiteren Aufnahmen ein bisschen die Sichtbarkeit erschwert. Hier habe ich jetzt so ein zugeschnittenes Stückchen von so einem Kunststoff-Rasenpflasterstein genommen, um damit sowohl diesen Cover, sage ich mal, oder diesen Filtereinlaufschutz oder ja, wie will man das nennen, ja, fällt mir gerade kein großes Wort dafür ein. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob euch ein besseres einfällt. Das habe ich hier versucht, ein bisschen hoch zu drücken damit und zu stabilisieren. Und gleichzeitig habe ich das auch als Unterbau genommen für den ersten Stein, den ihr jetzt hier mal seht. Das sind jetzt so bräunliche Kunststoffsteine. Und es ist auch einer der Gründe, warum ich jetzt hier nicht das Wasser komplett ablasse. Denn dann ist es viel einfacher, den so reinzudrehen, dass praktisch auch die ganze Luft aus dem Stein draußen ist. Und jetzt sieht man hier bestimmt einen zweiten drin. Ja, und das habe ich jetzt so ein bisschen zusammengeschnitten, damit es natürlich auch ein bisschen schneller geht hier für euch. Das war jetzt schon der dritte. Ja, und ja, so ging das dann immer weiter. Habe ich einfach die Steine so reingestellt. Hier sieht man, dass man die eben erstmal so nach oben dreht, um die Luft rauszukriegen. Und dann brauchte ich einfach nur die Steine zu positionieren. Und natürlich macht es das auch insgesamt die Einrichtung doch deutlich einfacher, als wenn man jetzt natürlich die Steine erst im Becken zusammensetzen muss und die Formation da reintun muss. Und das ist auch ein anderer Grund, warum ich mich hier für diese Geschichte entschieden habe. Denn ich hatte vorher echte Steine drin und es war tatsächlich so, obwohl ich die natürlich auch versucht habe zu sichern, dass gerade dieser große Zitronenbuntbarsch es geschafft hat, diese schweren Steine auch umzuschmeißen, was natürlich dann ein Risiko für die Sicherheit des Aquariums bedeutet. Und das habe ich eben damit auch versucht jetzt zu minimieren, weil die stehen wirklich absolut sicher und da wird vielleicht mal ein bisschen was hinterher geschoben, aber mit Sicherheit nichts umgeworfen. Und jetzt sieht man noch, wie ich praktisch auf die Steine drauf so ein paar Wurzeln setze, die sind allerdings echt, also das sind jetzt echte Wurzeln, die waren auch vorher schon im Aquarium drin sogar. Die habe ich eben jetzt ein bisschen anders angeordnet, so dass sie auch ein bisschen besser zur Geltung kommen und auch so ein bisschen eine Verbindung schaffen. Jetzt habe ich dann noch versucht, Pflanzen einzubringen. Das sind jetzt wieder diese künstlichen Vallisnerien, die öfters mal reinschauen, haben die schon gesehen in meinem 800 Liter Altum Aquarium. Da habe ich die auch eingesetzt und da habe ich ja jetzt inzwischen die großen Anubias drin, sodass ich nicht ganz so viele davon mehr brauche. Und da habe ich jetzt mal zwei, drei hier reingesetzt, sozusagen, um damit so eine Art Rahmen zu setzen für das Becken, sodass praktisch links und rechts ein bisschen grün ist. Aber wie gesagt, in die Mitte kommen auch noch Pflanzen rein. Das zeige ich euch dann auch noch gleich, wie ich das gemacht habe. Nachdem nun alle Elemente, die direkt auf der Bodenscheibe aufsitzen, eingebracht waren, war es Zeit, den Bodengrund einzubringen. Hier kam mein All-Time-Favorite zum Einsatz, und zwar Poolfiltersand aus dem Baumarkt. Für mich hat er eine super schöne natürliche Farbe, eine ideale Körnung und ist auch schon vorgewaschen. Und habe ich auch schon bei anderen Projekten eingesetzt und warum auch nicht hier. Find passt auch gut zur Farbe der Felsenformation. Ja, und zusätzlich habe ich dann noch Kies oder einen Rest des Kieses eingebracht, der praktisch vorher auch schon im Aquarium war. Und viel durchmischen musste ich dann nicht. Das machen meine 24/7 Aquascaper, die ich hier im Aquarium habe, ganz automatisch mit. Und schließlich ist es hier ja auch ein demokratisches Aquarium und somit haben die Einwohner auch ein bisschen Recht mitzubestimmen. Auch beim Einbringen der Pflanzen habe ich nur versucht, mir die besonderen Eigenschaften dieser Dekorationselemente zunutze zu machen, indem ich sie innerhalb der Elemente eingepflanzt habe und dann die Wurzeln, in dem Fall mit ein paar großen Kugeln von Biohome Schauermedia, gesichert habe. Hätte man sicherlich auch große Steine nehmen können, aber ich habe das halt mal genommen. Und ja, damit verspreche ich mir natürlich, dass die Pflanzen sicher halten, denn es ist ja nicht so, dass die Tiere jetzt unbedingt die Pflanzen selber fressen. Wenn das der Fall ist, ist es natürlich sinnfrei, sowas zu machen.
Aber hier ist es ja so, dass meistens durch die aktive Wühltätigkeit der Fische die Pflanzen eben keine Chance haben anzuwachsen. Und das habe ich eben jetzt hier versucht ein bisschen zu unterbinden. Und an anderer Stelle habe ich sie eben so am Rand, die Wurzeln unterhalb dieser Dekoration so eingeklemmt oder sie eben mit diesen Wurzeln praktisch ein bisschen in diese Löcher reingedrückt oder eben an anderer Stelle eingeklemmt. Die Anupias, die hat ein bisschen gelitten noch, das sieht man noch ein bisschen, die hatte ich entalgt. Das sind noch ein bisschen die Überreste, das man hier sieht. Ja, und jetzt muss ich das Ganze eben entwickeln. Und eine solche Entwicklung braucht natürlich auch immer etwas Zeit, womit ich das, was ihr jetzt seht, natürlich nur als vorläufiges Endergebnis verstanden wissen möchte. Trotzdem würde es mich sehr interessieren, wie ihr es so findet. Ich finde, dass es insgesamt jetzt ein stimmigeres Bild ist, dass der Bodengrund auch den natürlichen Bedürfnissen der Fische eher nahe kommt. Und natürlich ist ein Raumteileraquarium auch immer mit besonderen Herausforderungen bei der Gestaltung verbunden. Und deswegen zeige ich es euch jetzt auch nochmal von der anderen Seite. Wie findet ihr das Aquarium? Habt ihr auch schon Erfahrung mit künstlichen Dekorationselementen gesammelt? Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und vergesst auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke anzuklicken, damit ihr auch keine künftigen Videos mehr von mir verpasst. Das war's dann auch schon wieder für heute. Bis demnächst bei Dukes Aquaristik-Experimente.